Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Planet Zoo im Karrieremodus. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wenn es dir gefällt, wenn dir der Karrieremodus gefällt, der erste Teil ist aus der Beta, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Der zweite Teil, der kam letzten Sonntag, der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt kommt Teil 3 und der heißt Bärenstark. Es ist das dritte Tutorial und wahrscheinlich auch das letzte Tutorial, hoffe ich zumindest, weil Tutorials haben mich bis jetzt noch nicht so wirklich herausgefordert, leider. Es ist mehr so ein Abarbeiten von dem Ding. Deswegen freue ich mich drauf, dass wir mit Bärenstark weitermachen. Panda Park. Der Panda Park ist Bernard Goodwins neuester Zoo und von Grund auf dafür geschaffen, Pandas in all ihren Erscheinungsformen zu feiern. Der Park stellt eine einmalige Gelegenheit dar, der Welt zu beweisen, was die Goodwin-Stiftung für die Zucht bedrohter Tierarten weiß. Was die Goodwin-Stiftung über die Zucht bedrohter Tierarten weiß. Also vermassel es nicht. So heißt es. Mann, ich bin echt so schlecht im Vorlesen. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns echt in-game. So wollte ich das sagen. Panda. Er ist das Lieblingstier meiner Tochter. Man kann wohl sagen, wenn es ein Tier gibt, das das Interesse der Öffentlichkeit geweckt hat, dann ist das der Panda. Naja, also, wenn man mal von Hunden und Katzen absieht, ihre Spitzenposition macht ihnen auch ein süßer Bär nicht streitig. Ha, aber wusstest du, dass der Panda dank der großartigen Bemühungen zur Arterhaltung in China und im Rest der Welt nicht mehr zu den stark gefährdeten Arten zählt? Das ist toll. Er ist aber noch immer gefährdet. Wir sollten uns also in unserem Zoo glücklich schätzen, zur Arterhaltung beitragen zu dürfen. Das zeugt von unserem erstklassigen Ruf. Und es ist deine Aufgabe, diesen Ruf zu erhalten. Ebenso wie den Panda. Ich kann dir gar nicht sagen, wie wichtig das Wohlergehen der Pandas ist. Obwohl, kann ich doch. Es ist absolut entscheidend. Die Welt blickt auf dich. Und, was noch viel wichtiger ist, Nancy blickt auf dich und achtet darauf, dass du keinen Unsinn machst. Willkommen in China. Das hier ist Bernies neuer Panda-Zoo. Der ist sogar noch so neu, dass er noch nicht ganz fertiggestellt wurde. Aber darum kümmern wir uns später. Schauen wir uns erstmal den Zoo an. So, dann lass uns doch erstmal... Oh, da sind die Okapis und Tapire zusammen. Was? Geht das? Egal. Wir suchen uns erstmal die Pandas. Die Pandas sind natürlich die Hauptattraktion. Und wir haben sogar einen, der erst vor ein paar Tagen geboren wurde. Statten wir ihm einen Besuch ab. Da ist er. Nur zu, keine Chance. Wähle das Panda-Junge an. Hallo. Oh, geht Panda nicht das Herz auf. Goldig. Wusstest du, dass große Pandas, wissenschaftlich Ailuropoda melanoleuca genannt, die einzigen reinen Pflanzenfresser unter den Bären sind? Sie fressen bis zu 38 Kilo Bambus am Tag. Angesichts der Tatsache, dass sie rund 14 Stunden am Tag mit Fressen verbringen, ist das aber nicht wirklich verwunderlich. Der Kleine dürfte allerdings noch nicht so einen Bärenhunger haben. Oh, oh. Ich wurde gerade von einem unserer Tierpfleger informiert, dass eine Rattenantilope ohne Quarantäne in ein Gehege gesetzt wurde. Und jetzt zeigt sie Anzeichen einer Krankheit. Wir müssen sie sofort in Quarantäne stecken, damit sich die Krankheit nicht weiter ausbreiten kann. Begib dich zum markierten Gehege, finde das kranke Tier und wähle es an, um das Infofenster aufzurufen. So, hier wurde eine Rattenantilope also reingemacht. Gut. Wähle jetzt Verlegen und dann Quarantäne, um das Tier in die Quarantäne zu verlegen. Ich habe die entsprechende Einrichtung im Zoo für dich hervorgehoben. Verlegen. Und da ist die Quarantäne. Puh, das wäre erledigt. Wir haben so zwar verhindert, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet, aber um die Antilope behandeln zu können, müssen wir eine Tierarztpraxis bauen. Ich habe schon eine geeignete Stelle markiert, also begib dich bitte dorthin. So. Klicke jetzt auf Servicegebäude, dann auf Mitarbeitereinrichtungen und schließlich auf Tierarztpraxen.
Da ist sie. Und da ist sie. Und dann können wir eigentlich auch noch... Ausgezeichnet. Tierarztpraxen spielen eine wichtige Rolle im Zoo. Denn nur dort können Tiere behandelt werden. Ich würde es gerne zumachen hier. Ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, dass es nicht funktioniert. Sie aus der Quarantäne in die Praxis bringen. So, die ist hier in der Quarantäne dann. Wird das Wasser im Gehege nicht regelmäßig gereinigt, können sich Krankheiten sehr schnell ausbreiten. Mir wurde gerade gemeldet, dass eine unserer Wasseraufbereitungsanlagen kaputt gegangen ist. Deshalb ist das Wasser in den Gehegen der Flamingos und der Leistenkrokodile jetzt schmutzig. Ich habe dir die Wasseraufbereitungsanlagen markiert. Du solltest sie dir ansehen. Ist das schmutzig bei den Flamingos hier? Ah, hier ist das schmutzig. Das sind die Krokodile wahrscheinlich. Ach, das Ding ist kaputt. Wir rufen halt hier trotzdem Techniker. Und dann hoffe ich, dass das funktioniert. Oder was ist meine Aufgabe? Finde Wasseraufbereitung 735. Das ist doch der. Habe ich doch gefunden. Klicke auf die Wasseraufbereitungsanlage, um ihr Infofenster aufzurufen. Die ist kaputt. Ja, man braucht keinen Abschluss in Ingenieurswissenschaften, um zu erkennen, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. So, jetzt muss dann Techniker kommen. Damit sich das jemand anschaut. Wir haben nur zwei Techniker. Kurz gesagt, funktionieren Wasseraufbereitungsanlagen ähnlich wie Stromquellen. Lauf. Und haben ebenso einen Einflussbereich um sich herum. Jede Wasserfläche in diesem Bereich wird automatisch gesäubert. Und genau wie Stromquellen schrumpft der Bereich, wenn sie beschädigt werden. Wodurch sie möglicherweise Wasserflächen nicht mehr säubern, die sie eben noch erreicht haben. Wenn du sehen willst, wie viel deines Zoos von Wasseraufbereitungsanlagen abgedeckt wird, kannst du eine Heatmap aufrufen, die dir das anzeigt. So kannst du Problemzonen direkt erkennen und beheben. Gut gemacht. Jetzt, da die Wasseraufbereitungsanlage repariert ist, wird sich auch die Wasserqualität schnell wieder verbessern. Du kannst Techniker auch Kraftwerksanlagen, Transportfahrgeschäfte, Mülltonnen, Bänke, Schilder und, wie du weißt, Gehegeumzäunungen reparieren lassen. Um ganz ehrlich zu sein, bin ich noch immer etwas besorgt wegen des Krankheitsausbruchs. Ich denke, wir sollten etwas Forschung in dieser Richtung betreiben. Wenn du eine Krankheit erforschst, kann das in der Zukunft Ausbrüche verhindern oder zumindest abmildern. Ich möchte, dass du ein wenig an der Bordetellose forschst. Krankheitsforschung findest du in der Veterinärforschung. Also, auf zum Forschungszentrum. Lass einen deiner Tierärzte daran forschen. Das habe ich ja schon gemacht. Sehr gut. Sobald die Forschung abgeschlossen dachte, ist, kann ich werden machen. Wir diese Krankheit im Griff haben. Das macht auch wenig Sinn, dass die hier so eine Raubantilope haben. Das war eine Sache mit den Antilopen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, hättest du sie nicht so schnell in Quarantäne gesteckt. Das war gute Arbeit. Hier im Hause Goodwin gab es eine virale Gastroenteritis. Zum Glück blieb die aber auf mich und meine Frau beschränkt. Jetzt, da wir uns um alle drängenden Probleme gekümmert haben, können wir anfangen, den Aufenthalt der Gäste schöner zu gestalten. In der Werkstatt kannst du neue und verbesserte Gästeeinrichtungen, Transportfahrgeschäfte, ebenso wie neue Barrieren und Ähnliches erforschen. Ich habe dir die Werkstatt markiert. Begib dich also dorthin und wähle dann Werkstatt ansehen. Kann man auch einfach mal eine Brücke bauen hier mit 627 Teilen, ne? Sieht halt geiler aus, wenn du sowas baust, ne? Aber es ist halt auch richtig, richtig viel Arbeit. Hier sind die Flamingos. Die habe ich tatsächlich auch noch nicht so gesehen. Was ist das für ein Becken? Ein Suchfutterbecken für die Flamingos. Was für Tiere können das noch haben? Weiß man nicht. Die Flamingos mögen das auf jeden Fall. Und was für Tiere sind hier? Sind das die roten Pandas? Ach ne, hier sind Aldabra-Schildkröten, Vivarien, Krokodile sind hier. Was war hier? Ach, hier waren die Tapire und die Okapis drin. Und dann haben wir die Pandas hier in irgendeinem in dem Gehege. Was war hier? Ah, hier sind die roten Pandas dann, okay. Auch ein schickes Gehege für die roten Pandas. So ein bisschen ungestörter sein hier. Aber die Leute können auch von hier oben runter gucken, ne? Ja.
Ach, und dann könnt ihr hier reingehen und hier chillen. Nice. Nice, nice, nice. Okay, was sollte ich jetzt machen? Habe ich schon vergessen. Ich soll die Werkstatt finden, habe ich gemacht. Und dann soll ich Just a Momento erforschen. Und zu guter Letzt kannst du einen Techniker daran setzen, Souvenirläden zu erforschen, indem du ihn darüber ziehst. Ich freue mich schon auf die neuen Ideen. Finde Quarantänebereich 200. Gut gemacht. Das Ganze wird eine Weile dauern. Lass uns in der Zwischenzeit also etwas anderes machen. Es gab nämlich tolle Neuigkeiten. Na? Uns wurde gestattet, weitere große Pandas aufzunehmen. Die Behörden haben uns 3 Weibchen überlassen, um unser Zuchtprogramm zu unterstützen. Du weißt sicher, wie schwierig es ist, Pandas zu züchten. Wir werden also Geduld haben müssen. Unser aktuelles Gehege für die großen Pandas ist voll. Aber zum Glück steht schon ein weiteres Gehege bereit. Bevor wir unsere neuen Pandas dorthin bringen können, müssen wir sie erst unter Quarantäne stellen. Dafür müssen wir sie aber erst einmal annehmen. Rufe also den Tierhandel und dann den Tierbelohnungsbereich auf. Klicke auf das Feld in die Tieraufbewahrung verlegen, neben den Pandas. Mhm. Dann erscheinen sie in der Tieraufbewahrung. Sehr gut, hier sind die. Von der Tieraufbewahrung aus können wir sie dann unter Quarantäne stellen. Wähle sie dazu in der Tieraufbewahrung an, klicke auf An Zoo senden und dann auf die Quarantäneeinrichtung im Zoo. Keine Sorge, ich habe sie dir markiert, damit du sie schnell findest. So, jetzt bringt er die Panda-Bären darüber. Während sie die Quarantäne durchlaufen, sollten wir ihr Gehege einrichten, damit sie sich auch wohlfühlen. Außerdem musst du einen der männlichen Pandas aus dem anderen Gehege hierher verlegen, denn sonst wird es mit dem Zuchtprogramm wohl kaum vorangehen. Ach, hier drüben ist das neue Gehege. Bring ihn rüber und bereite alles für deine Pandas vor. Wer ist denn hier der Beste? Du bist ja schon mal ein sehr beliebter Panda. Weil wenn wir am Ende die züchten müssen oder so, dann wäre das schon richtig blöd, wenn wir da den Schlechtesten nehmen würden. Dich haben wir gesehen. Was für Gene hast du? Fruchtbarkeit. Das ist völlig in Ordnung. Komm, dich verlege ich jetzt. Du gehst hier rüber. Und dann soll ich das Panda-Gehege hinkriegen. Dann kriegt er drei Weiber hier rein. 3 Panda-Weiber. Das ist ein krasses Gehege, wa? Hier oben kannst du reingucken. In die Panda-Höhle. Dann müssen wir das noch ein bisschen schicker machen. Das kriegen wir hin. Art großer Panda. Sehr nice. Jetzt muss er erstmal hier reinkommen. Wo ist das Tor? Hier an der Seite. Ist er schon da? Ne, noch nicht. Speeden wir mal hoch. Sehr gut, da ist er. Dann machen wir erstmal das Gelände, würde ich fast behaupten. Es gibt ein bisschen wenig Gras lang. Gras kurz, ein bisschen viel Gras lang, so war das. So, machen wir das mal. Hier so ein bisschen. Hier so ein bisschen. Dann kann er noch ein bisschen Erde hier hin haben. Braucht noch ein bisschen mehr Gras. So ist schon ganz gut. So ist noch ein bisschen besser. Und so ist tatsächlich schon sehr gut. Sehr wunderbar. Sehr wunderbar. Lebensqualität. Gönnen wir dir mal hier Futter und so ein Kram. Erstmal hier eine Wasserschale hin. Dann können die da reingehen. Dann brauchen die hier bestimmt auch noch eine Wasserschale. Weil da läuft das Wasser ja einfach raus. Was ist das hier? Drehfutterbaum. Okay. Fällt dann das Futter raus? Das kann sein. Dann machen wir hier noch einen Eisklumpen rein, wo die sich freuen können. Er kann sich hierüber freuen. Dann brauchen wir halt auch die Futterplattform. Hier drüben eine und hier drüben halt auch noch eine. Aber wenn die wirklich so viel fressen, was sie ja tun, dann könnte er sowas gut vertragen.
Und hiermit kannst du auch nochmal spielen. Und natürlich mit diesem Windspiel. Da kommt ja auch noch Futter raus. Oh, ein bisschen uncool. Vielleicht hier hin? Ja, ist ein bisschen besser. Dann nehme ich das hier, das Getränk, und tue das hier hin. Dann wird das wohl so sein. Oh, hier ist eine Fliege. Die muss einmal kurz sterben. So. Genau, so lassen wir das. Das müsste dann gut sein für die hier. Füge Pflanzen hinzu, genau. Und das ist dann natürlich Kontinent Asien, ne? Und Biom war gemäßigt. Oder haben die mehr? Ne, nur gemäßigt. Bauen wir mal ein bisschen schicker hier. Pflanzen sind ja ein paar schon drin. Aber so ein, zwei Bäumchen kriegen wir auf jeden Fall nochmal rein. So, dass er auf jeden Fall glücklich wird, der Panda. Damit seine Frauen auch glücklich werden können. Hier hinten machen wir ein bisschen Bambus hin. So, wo ist der coole Bambus? Der coole Bambus, der war hier irgendwo. Haben wir den nicht? Ich kann auch kein Gehege bauen ohne Bambus. Hier ist er. Genau, da brauchen wir einmal den großen Pulk. Weil, wenn das Pandas sind, dann machst du ganz viel Bambus in das Gehege. Und schon sieht es sehr pandarisch aus. Das fliegt, glaube ich. So. Wie sieht's aus mit den Pflanzen? Bist du zufrieden schon? Gerade so. Ach, das ist das da oben. Damit ist er unzufrieden. Brauchen wir vielleicht nochmal ein, zwei Blümchen mehr noch. Das sind auch die da oben, damit ist er unzufrieden. Also das geht gar nicht. Geht gar nicht, wie unzufrieden der Panda ist. Gute Neuigkeiten. Ah. Unsere Panda-Weibchen erfreuen sich bester Gesundheit. Du solltest sie in ihr neues Gehege verlegen, damit sie sich einleben können. Oh, ich hoffe, du hast ihr Gehege so gemütlich wie möglich gemacht, weil Tiere sich nur fortpflanzen, wenn sie glücklich sind. Der ist auf jeden Fall sehr glücklich. Von daher kann man denken, dass die Weibchen auch glücklich werden. Sind die bereit zum Versenden? Ich hoffe doch. Oh, wie schön. Hier werden sie sich bestimmt wohlfühlen. Hoffentlich gibt es auch bald ein paar neue Junge zu bewundern. Bis sie ankommen, können wir uns um etwas anderes kümmern. Herrje, wenn man einen Zoo leitet, hat man wirklich keine ruhige Minute, was? Na gut, es sei denn, man klickt auf Pause. Okay, ich denke, ich sollte dir jetzt erklären, wie Arbeitsbereiche funktionieren. Achso, das kriegt man jetzt erst erklärt. Ja, ich weiß, das klingt nicht so wahnsinnig interessant. Aber Arbeitsbereiche sind sehr praktisch. Auf diese Weise kannst du nämlich dafür sorgen, dass sich deine Mitarbeiter auf bestimmte Gehege oder Aufgaben im Zoo konzentrieren und nicht sinnlos herumwandern, während anderswo Arbeit liegen bleibt. Also, legen wir einen neuen Arbeitsbereich fest und weisen einen Tierpfleger zu, damit er sich um die neuen Pandas kümmert. Rufe dazu den Zoobereich auf und klicke erst auf Personal und dann auf Arbeitsbereiche. Sind das nur die Arbeitsbereiche, die ich machen soll? 1, 2, 3? Ja. Wähle jetzt den markierten Gehegeeingang, den Mitarbeiterraum und die Tierpflegerhütte, um den Arbeitsbereich zu erstellen. Und vergiss nicht, dem Bereich einen aussagekräftigen Namen zu geben. Habe ich gemacht. Panda 2 heißt er. Verlass den Editor.
Und dann stellen wir den hier ein für stellen Panda. Stellen wir jetzt einen Tierpfleger ein und weisen ihn dem Arbeitsbereich zu. Wir wollen nämlich nicht, dass er von anderen Ereignissen im Zoo abgelenkt wird. Genau, da soll sich nur um die kümmern. Das wäre geschafft. Ab sofort wird sich der Tierpfleger ganz auf die neuen Pandas konzentrieren. Übrigens können alle Typen von Mitarbeitern Arbeitsbereiche zugewiesen werden. Achte nur darauf, dass sie Zugang zu den erforderlichen Gebäuden haben. Am leichtesten kannst du sie in der Zooverwaltung über den Abschnitt Arbeitsbereich unter Personal zuweisen. Dann musst du die Mitarbeiter nicht einzeln im Zoo suchen. Genau, hier macht man das am besten. Ich glaube, die Erforschung unserer neuen Marke ist abgeschlossen. Du solltest deine Belohnung abholen. Klicke dazu auf die Benachrichtigung oder besuche die Werkstatt. Naja, brauche ich nicht. Wo sollen wir jetzt Just a Momento platzieren? Da unser toller neuer Just a Momento Laden fertig gestaltet ist, solltest du einen in der Nähe des Ausgangs bauen. Dann verpassen ihn die Gäste nicht, wenn sie den Zoo verlassen. Und wir haben ein paar zusätzliche Einnahmen. Hallo? Der wollte doch hier zur Gruppe hinzufügen und dann... Just a Momento. Toll aus. Okay, ich bin just dann mal einen Moment weg. Aber ich werde sicher bald neue Aufgaben für dich haben. Ich denke auch. Halte deinen Zoo mindestens 18, was soll ich machen? Pandas sind wirklich putzig. Aber es sind eben auch wilde Bären. Das vergessen die Leute leider immer wieder. Der neue Name für den Souvenirladen? Just a Momento. Wirklich sehr einfallsreich. Viel besser als der alte Name. Überteuerte Souvenirs. Ich bin für ehrliche Werbung, aber das war wohl doch etwas zu direkt. Überteuerte Souvenirs, du kannst doch nicht deinen Souvenirladen nennen. Da bin ich wieder. Ich hätte gerne mehr Arten im Zoo. Im Zoobereich siehst du unter Tiere, welche Arten wir bereits im Zoo haben. Und falls du dich fragst, wie du neue Arten unterbringen sollst, gemischte Gehege sind nicht nur interessant, sondern sparen auch noch jede Menge Platz und machen das Gehege interessant. Wirf aber vorher einen Blick in die Zoopedia, damit du weißt, welche Tiere man zusammenhalten kann. Löwen und Antilopen sollten zum Beispiel besser nicht in ein Gehege. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. So, irgendein Problem haben unsere chinesischen Kumpels hier. Warum oder weil ich es auch immer. Das ist ein bisschen schwerer zu herauszufinden. Die haben nämlich Stress. Warum habt ihr denn Stress? Weil hier das Glas hier nicht nur einseitig ist, ne? Machen wir das mal. Und dann muss das natürlich in die andere Richtung gehen. So. Schon müsste der Stress ein bisschen runtergehen bei denen hier. Oder? Geht der Stress nicht runter? Soziale Gruppe. Die sind auch, glaube ich, zu viele. Naja. Wer von euch ist denn der Jüngste hier? Bist du das? Der ist tatsächlich der Jüngste. Na gut, dann ab in die Freiheit. Tschüss. Dim, 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 dim. Jetzt müssten die anderen ein bisschen entspannter sein. Drei sind nämlich okay, Sozialverhalten. Ja, aber ein weggespiegeltes Glas. So, was soll ich machen? Mindestens 18 Tierarten. Durchschnittliche Wohlbefinden für insgesamt alle Tierarten auf 90. Platziere Gebäude, um die Gästezufriedenheit zu erhöhen. Okay. 18 Tierarten. Wie viele habe ich denn jetzt? Aktuell haben wir 15. Das heißt, wir brauchen noch 3 extra. Was können wir machen? V? V haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? Oder? Dann holen wir uns einfach hier ein paar Vauen. Wenn wir die noch nicht haben. Die sind ja locker leicht. Es gibt leider keine richtige Übersicht, ne? Nee, also und die Rattenantilope haben wir noch. Und hier drüben haben wir auf jeden Fall Platz für ein V. Können die mit Vauen zusammenleben hier? Und hilft ihnen das?
Zu Pedia. Nee. Keine Tierart, mit denen die gut zusammenpassen. Schade eigentlich. Das wäre schön gewesen. Hier unten können wir die hinbauen. Die brauchen ja zum Glück nicht so mega viel Platz. So. Bauen wir hier hin. Bauen wir das hier rum. Schade, dass man die nicht drehen kann quasi. Also benden. So, dann verschwindest du. Und du und du. Und du und du und du. So. Kommen die jetzt erstmal hier rein. Na, gucken wir mal. Hege, Hege, Pfau. Wird ganz laut geschrien hier die ganze Zeit. Und dann kann man noch Vivarien bauen. Hier oben könnten wir noch ein Vivarium bauen. Ich weiß gar nicht, welche Tiere wir nicht haben. Die Spinnen dürfen wir nicht haben. Ist hier schon V? Oder ist das ein Luftballon, der losgelassen wurde? Manchmal lassen die auch ihre Luftballons los. Hier können wir auch ein riesiges Gehege bauen. Ah, Platz gibt es auf jeden Fall genug. Das hier sieht auch cool aus. Dass sie hier so einen Baum Bambus reingepflanzt haben. Das sind mehrere Bambusdinger aufeinander, ne? Sieht trotzdem cool aus. So ein Highlight im Zoo. Ah, ich hätte die erst in Quarantäne geben sollen. Fällt mir gerade ein. Aber egal. Wird schon schief gehen. Dann lass mal gucken, dass wir hier, dass wir die machen. Die brauchen ein bisschen weniger Gras lang. Bisschen mehr Erde. Und schon sind die eigentlich relativ zufrieden. Bepflanzung gemäß Tropen und Grasland. Ein, zwei Steine rein. Dass hier ein bisschen Struktur reinkommt. Dann machen wir großen Panda weg hier und machen hier den blauen V. Die können ruhig so ein Ding haben, ne? Weil dann reicht das auch für, als stabiler Untersetzer, hätte ich beinahe gesagt, hier stabiler Dings. Asiatisch machen wir noch. Dann machen wir hier ein, zwei Blumen rein. Vielleicht dann doch noch so ein Bergahorn rein. Das ist ein bisschen viel. Machen wir noch einen kleinen rein. Ist das auch zu viel? Das ist perfekt. Und ein bisschen Bambus. Damit das hier zum Thema passt. Auch gerne hier hinten. So, dann passt das. Dann kriegen die jetzt hier nochmal einen Wasserspender. Und natürlich eine Futterschüssel hier vorne hin. Einen Heizer brauchen die nicht. Brauchen aber hier so ein Wasserding. Und so ein Ding kriegen die auch noch. Oh, hier zum. Oh, das wäre schön. Warte mal. Die Futterschüssel hier hin. Und dann kriegen die natürlich hier so ein Ding. Kann ich das nicht platzieren? Doch, hier. Sehr gut. Wie sieht es jetzt bei euch aus? Ist alles okay? Wunderbar. Da kommt gleich Freude auf hier bei den Frauen. So. Veterinärforschung abgeschlossen. Wunderbar. Wir forschen weiter hier. Wir forschen weiter. Wie sich das gehört. Jetzt müssten wir. Was brauchen wir? Wir brauchten 18. Und wir haben jetzt 16, ne? Ja. Dann also doch jetzt ein Vivarium oder zwei.
Oh, nice. Und dann gibt es auch gleich hier, passend zum Thema, so ein Viarium-Ding. Das passt wunderbar. Das ist genau das, was wir brauchen. Dann lass uns kurz gucken nach Vivarientiere, die wir haben. Vivarien. Was haben wir denn? Keine Tiere zugewiesen. Was? Wir haben Vivarien. Achso, das sind die beiden. Texas Klapperschlange haben wir. Feige Frosch. Wüstenskorpion. Und die Schnecke. Und dann haben wir die zwei, die da hinten stehen. Jetzt wieder vergessen, wo die standen. Da stehen sie. Nee. Wo ist der V denn? Wo habe ich das jetzt platziert? Hier hinten? Hier hinten habe ich das platziert. Dann lass mal gucken. Abgottschlange. Also hier die australischen Käfer gibt es auf jeden Fall noch nicht. Die Schaben, da machen wir mal drei rein. Und die Schlange? Spinnen gibt es noch nicht. Brasilianische Riesenvogelspinne. Machen wir mal einfach zwei rein. Ihr kommt da rein. Und ihr kommt hier rein. Du weißt ja inzwischen, wie man für das Wohlbefinden der Tiere sorgt. Kümmere dich darum, bevor die Inspektorin hier auftaucht. Oh, hatte ich nicht erwähnt, dass eine Inspektorin kommt? Nee, hast du nicht. Tut mir leid. So, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass hier allen Tieren gut geht. 28 Grad ist super. Und Luftfeuchtigkeit muss jetzt auch nochmal hoch. 65 ist gerade so gut genug. Machen wir mal 67. Dann muss Badin erforscht werden. Jetzt müssen wir das hier erstmal einstellen. Das ist die Temperatur ein bisschen zu niedrig. Machen wir mal 24. 24 ist super. Und hier ist auch noch nichts erforscht. Okay, Sauberkeit, Tierpflege rufen. Da müssen wir jetzt forschen, sorry. Und zwar erforschen wir jetzt einmal den V, natürlich. Dann erforscht ihr die beiden Sachen, die wir neu haben. Jetzt habe ich vergessen, wo war der denn? Hier ist die Schabe. Da. Jetzt müssen die erforscht werden. Denn hier ist das Ding drin und hier ist das Ding drin. Sehr gut. Können die Leute auch hin und sich das angucken und dann können die Leute hier auch direkt spenden. Wie sich das gehört. Weil auch für die Dinger wird man spenden. Strom ist da. Forschung ist abgeschlossen. Fürs Okapi. Welche Forschung ist noch abgeschlossen? Souvenirladen, okay. So, die Leute kommen und wollen das jetzt hier begutachten. Was muss ich noch schaffen? Insgesamt 90% Zufriedenheit. Welche Tiere sind denn noch unzufrieden? Außer die da. Irgendwelche von den großen Tieren? Sieht aktuell eher nicht so aus. Selbst die Rattenantilope ist nicht unzufrieden. Okay. Das ist ja gar nicht so unrealistisch, das dann hinzukriegen. Wie sieht's hier aus? Bei dir alles gut? Hier ist alles perfekt. Hier drin. Ja, könnte auch noch besser sein. Aber die Zufriedenheit ist halt gut, das Wohlbefinden. Aber wenn ich das höher mache, dann wird das natürlich auch besser. Tierzufriedenheit. Das muss hier drüben sein bei dem Vivarium, wo die nicht so ganz zufrieden sind. Weil sonst müssten alle Tiere hier zufrieden sein. Sieht zumindest so aus. Oder? Ist alles grün. Kann ich noch ein bisschen höher machen, die Zufriedenheit? Bei den Okapis zum Beispiel noch mehr Spielzeug reinmachen? Für die Okapis. Die haben ja jetzt ein bisschen mehr. Das haben die schon. Du hast so eine Futtertonne hier. Die hatten sie nicht. Jetzt haben wir 84. Hatten wir nicht eben
85? Wie sieht's hier aus? Hier ist okay. Was ist jetzt hier? Die haben Stress, naja. Obligatorisch haben die immer Stress, wenn was ist. Einwegsglas hier. Dann müsste der Stress auch runtergehen von den Okapis. Bei dir ja sowieso. 86, okay. Müssen wir gucken. Vielleicht müssen wir nur ein, zwei Sachen verändern. Lebensqualität vielleicht. Hier das Gelände ein bisschen. Bisschen weniger Fels, ein bisschen mehr Sand. Kann halt auch schon Wunder bewirken, ne? Wenn das Gelände dann plötzlich ein bisschen besser ist. Also, es ist schon sehr felsig, da muss schon ein bisschen mehr Sand. So, vielleicht? Jetzt ist es plötzlich 97, so war das, nicht 79. Dann passt das bei euch. Hier haben wir schon geguckt. Bei den roten Pandas müsste alles okay sein, ne? Ist er da runtergejumpt? Naja, alles okay halt auch nicht so wirklich, ne? Platz ist halt nicht so gut. Das kann ich nicht ändern, aber Lebensqualität durch Futter, da kann ich auf jeden Fall was machen. Wenn wir hier das Okapi wegmachen und dann den kleinen Panda auswählen. Habt ihr schon so einen Futterball? Haben die schon. Wie sieht's hiermit aus? Haben die noch nicht. Oh, Sozialverhalten erstmal im roten Bereich. Was war da los? Wegen Platz. Ich meine, why not, ne? So, jetzt immer noch 86... Die letzten Prozentpunkte sind relativ schwierig, glaube ich. Sieht es bei den Flamingos aus? Lebensqualität, Beschäftigung. Was sind die Flamingos? Weil das sind rosa Flamingos. Haben die schon einen Sprenkler? Jetzt haben die einen. Das haben die schon. Wasserfallmetallrahmen für Beschäftigung. Kommt da jetzt Wasser raus? Aber geil. Das finden die voll cool. Gibt es noch eine Futterbeschäftigung für die? Eher nicht, leider. Aber das hier können wir noch machen. Und dann hoffen wir... Oh, es fehlt noch 1%. Sauberkeit. Sind es die Vs? Sind die nicht zufrieden? Ah. Die Sauberkeit ist halt nicht gut, ne? Dann lassen wir nochmal ein paar Pfleger einstellen hier. Ich weiß nicht, wie viele Tierpfleger wir haben. Und dann hoffe ich, dass sie checkt, dass das hier alles nicht so gut ist. Genau. Dann könnte es ja sein, dass wir höhere Zufriedenheit kriegen von den Vs. Sieht aus, als hättest du alles im Griff. Gut gemacht. Offenbar konnten wir mit unseren neuen Pandas und den anderen Tierarten eine Menge neuer Besucher anlocken. Schauen wir, dass diese Gäste zufrieden sind. Das bedeutet, sie brauchen einen guten Blick auf die Tiere, sie müssen jederzeit etwas zu essen oder zu trinken kaufen können und sie müssen, nun ja, das Essen und Trinken auch wieder loswerden können. In Toiletten. Aber pass auf, wo du die Gästeeinrichtungen aufstellst. Beispielsweise solltest du nicht alle Imbissstände an denselben Ort stellen. Achte darauf, wie sich die Gäste im Zoo verteilen und bau die Einrichtungen dort auf, wo sie am meisten gebraucht werden. Solange du darauf achtest, was die Gäste denken, solltest du schnell alle Bedürfnisse erfüllt haben. So, ich möchte die gerne hier hinten bauen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier hinten halt nichts gibt. Denke ich zumindest.
Hallo? Kann ich das echt nicht hier ranmachen? Randuchsen? Das wäre eher blöd gelaufen, sag ich mal. Durch Wasserfläche. Ah, hier geht's. So. Was muss ich machen? Ein Chief Beef, Cosmic Cow Milkshake, Informationszentrum. Ein Chief Beef. Also ein... Lass uns kurz gucken. Ein Chief Beef. Ein Cosmic Cow Milkshake. Ganz genau. Ein Informationszentrum. Und eine Toilette. Oh, ich glaube, die Inspektorin ist fast da. Ich erwarte, dass sie nichts zu beanstanden hat. Ansonsten darfst du dich schon mal darauf einstellen, demnächst das Panda-Gehege auszumisten. Da stelle ich mich dann drauf ein, wenn es soweit ist. Ist die Inspektorin schon da? So, das dauert jetzt eine Zeit, bis die Inspektorin fertig ist. Wir gucken uns die Inspektorin mal an. Was die alles hier so macht. Jetzt ist sie erstmal drin. Guckt sie sich das an. Okay. Ganges Gavial hat sie sich ganz gut angeguckt. Da läuft sie in Highspeed. Guckt sich das kleine Panda-Gehege an. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Sehr gut. So, wenn sie bis jetzt nichts an zu beanstanden hat, dann könnte das ganz gut werden. Das guckt sie sich als nächstes an. Die läuft halt hier von Gehege zu Gehege. Und was guckt sie sich jetzt an? Die Aldabra, oh, ist dehydriert. Oha. Da kann ich ja nichts für. Da läuft sie rum. Hier in dieses Schuppentier. Oh, da ist bestimmt auch irgendeins nicht zufrieden. Ah, die sind alle zufrieden. Sehr gut. Puh. Ich glaube, mit 2,5 Sternen habe ich das jetzt geschafft, weil sie geht jetzt zum neuen Panda-Gehege und da müsste ja auch alles gut sein. Bei den Vs hier ist alles gut. Das ist ja ein toller Kamerawinkel. So, da dürfte es keine Beanstandung geben hier. Das bedeutet, ich habe alles geschafft. Jetzt verlässt sie den Zoo und dann bekomme ich den Bericht. Insgesamt Sternbewertung 2,5. Ich glaube, ich habe eine bessere Sternbewertung als 2,5. Habe ich so ein bisschen im Gefühl. So, sie verlässt jetzt den Zoo. Das geht hier drüben irgendwo. Oder hier vorne. Sie geht also hier über die Brücke und dann geht sie hier vorne raus. Und dann gibt es die Points, Leute. Da ist sie. Okay, jetzt fängt es auch an zu regnen. Kommen die ersten Regenschirme raus. Es ist wirklich unglaublich, wie sehr du dich in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, entwickelt hast. Bernie hat eben ein Auge für gute Leute. Oh, und wo wir gerade bei Bernie sind, er ist noch nicht mit dir fertig. Er hat einen neuen Job für dich in Kanada. Du solltest also besser einen warmen Mantel einpacken. Es war mir eine Ehre, dich kennenlernen zu dürfen. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Aber bis dahin, viel Glück. So, viel Glück. Das war ja eher so spartanisch gemacht alles. Ich habe gehört, dass unsere Gäste immer am Lächeln sind. Und das haben wir deiner harten Arbeit zu verdanken. Und die Tiere sehen sogar noch zufriedener aus. Wobei das bei Pandas schwer zu sagen ist. Sie sind einfach so geheimnisvolle Tiere. Lin-Lin soll ja etwas ganz Besonderes sein. Sie kommt bei den Gästen unheimlich gut an. Da schießen unsere Besucherzahlen wie Bambus in die Höhe. Jetzt, da du bewiesen hast, dass wir etwas von der Haltung von Pandas verstehen, können wir mit etwas Glück auch in einigen meiner anderen Zoos Pandas aufnehmen. Das sollte mich aber eigentlich nicht überraschen. Du hast gezeigt, dass du ein sehr guter Zoomanager-Praktikant bist. Ich vermute, du wirst mit jeder Aufgabe fertig, die ich dir stelle. Dein nächster Auftrag könnte allerdings etwas schwieriger werden.
So, da bin ich gespannt, denn wir gehen in der nächsten Folge nach Kanada, soweit ich das verstanden habe. Und das bedeutet, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Und wir sehen uns im nächsten Kampagnenabschnitt. Und der ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Und da gibt es auch keinen vorgegebenen, so wie ich das gesehen habe. Bis dahin, haut erstmal rein.